Hola und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spanisch Live. Was sind die zwei größten Fehler, die Fortgeschrittene, noch nicht einmal die Anfänger, beim Spanischlernen begehen? Und besonders bei Fehler Nummer 1 kann ich mich selber nur mit anschließen. Es geht um die falsche Einschätzung des Lernprozesses und das führt dann zu Frustration. Und in meinem persönlichen Fall führte das auch dazu, dass ich ab und zu mal ganz aufgehört habe zu lernen. Damit dir das nicht passiert, mache ich heute dieses Video. Denn wenn du nicht die drei Phasen des Lernprozesses kennst, dann ist das so, als ob du dir ein Eigentor stellst. Und was meine ich damit? Die meisten Sprachschüler und ich damals auch, wir denken einfach, es dreht sich darum, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich Spanisch in unser Hirn reinbekommen. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist also darauf gerichtet, dass wir alles aufnehmen und besonders auch behalten. Und das ist auch gut, das ist auch völlig okay, aber das ist nur Schritt 1. Denn wenn du als Sprachschüler denkst, dass du nach Monaten oder manchmal auch Jahren des Lernens jetzt Spanisch sprechen kannst, wirst du vielleicht schwer enttäuscht sein, wenn du plötzlich erstens merkst, dass du in Spanien fast nichts verstehst und zweitens beim Sprechen wollen total ins Schleudern kommst. Woran liegt das? Es liegt daran, Punkt 1, dass wir neben Vokabeln und Grammatik auch das Hörverstehen echter Einheimischer trainieren müssen. Wie oft und wie lange pro Woche trainierst du das? So, Punkt 2. Ich persönlich finde es noch schwieriger, noch mühsamer und noch anstrengender, das Gelernte vom Hirn zum Mund zu bringen, damit ich sprechen kann. Das ist für mich eine noch größere Herausforderung, als das Material zu lernen. Ich sage ja auch öfter, ich bin nicht sprachbegabt, ich bin nur sehr sprachinteressiert. Und ich kenne die meisten Fallen, die zu Frustration führen, die dazu führen, dass du denkst, was ist denn los mit mir? Die dazu führen, dass andere dich verletzen, weil sie plötzlich sagen, was, du lernst doch schon so lange Spanisch, warum kannst du denn immer noch nicht Spanisch? Und da ich eben kein Riesensprachtalent habe, muss ich ganz besonders diesen Schritt 3 üben. Die Phase des Gelernten umzusetzen zum Mund und zu sprechen. Was aber bei mir überhaupt nicht als Schülerin funktioniert ist, wenn mich meine Lehrerin fragt, ¿Qué hiciste ayer? Was hast du gestern gemacht? Dann komme ich total ins Schleudern. Das freie Sprechen oder das sogenannte freie Sprechen muss anders geübt werden. Ich brauche Anleitung, ich brauche da ein richtig gutes System. Und falls das auch so ein Knackpunkt, so ein Schwachpunkt bei dir ist, schreib mir einfach und wir sehen weiter. Der nächste, jetzt aber praktische Fehler der Fortgeschrittenen ist das Wort lo. Sätze wie, das werde ich mir aber noch überlegen. Todavía me lo voy a pensar. Oder das will ich nicht. No lo quiero. Fangen auf Deutsch mit das an. Obwohl, und das ist jetzt sehr wichtig, obwohl das nicht das Subjekt hier in unseren deutschen Sätzen ist. Guck mal, die normale Satzstellung von das will ich nicht ist ja, ich will das nicht. Und die normale Satzstellung von das werde ich mir noch überlegen ist ja, ich werde mir das noch überlegen. Und jetzt sehen wir auch ganz klar, dass ich das Subjekt ist und das ist das Objekt. Und wenn das das Objekt ist, ist es auf Spanisch unser Lo. Die Sache aber ist leider, dass uns unser deutsches Denken, wo wir Sätze mit das anfangen können, die nicht Subjekt sind, uns dazu verleiten, dass das immer Lo heißt. Was passiert dann bei Sätzen so wie das funktioniert oder es funktioniert.
Oder das ist mir letzte Woche passiert. Es ist mir letzte Woche passiert. Ich höre dann plötzlich so Sätze wie Lohnfunktionär, Lohnambassado, Lohnpersona semana pasada. Und wir sehen jetzt, woher der Fehler kommt, weil man eben auf Deutsch das Objekt, das vorstellen kann und dann den Satz so sagen kann. Aber auf Spanisch kann das Objekt nur lo heißen, aber niemals das Subjekt. Wie drücken wir uns auf Spanisch aus? Unser Subjekt, wenn es das oder es ist, ist mit im Verb drin. Hay heißt, es gibt. Du brauchst also dir gar keine Gedanken zu machen, und das weißt du auch von deinen Anfängertagen, wie heißt es. Wir lernen das ganz früh am Anfang, dass es kein es gibt, wenn es Subjekt ist. Es gibt ist nur I. Es funktioniert ist nur funciona. Unser es ist mit in dem funciona mit drin. Der Fehler kommt von der deutschen Satzstellung, das will ich nicht, anstelle von ich will das nicht. So, ich weiß aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass euch dieser Hinweis, diese Erklärung gerade unheimlich helfen wird, die Falle von lo zu umgehen. Es reicht einfach, einmal kurz darauf hingewiesen zu werden, damit wir das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen nachdenken, ist jetzt unser es oder das Subjekt oder ist es das Objekt? Als Subjekt gibt es es nicht, als Objekt ist es lo. So, und falls ihr Lust habt, Spanisch auf sehr unterhaltsame Art und Weise zu lernen. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal, der heißt Sandra Sade Club 30. Da bespreche ich spanische Grammatik, Vokabeln, alles anhand von Memes. Memes sind lustige oder tiefsinnige Sprüche und es ist eine sehr unterhaltsame Art und Weise, nicht nur Neues zu lernen, sondern auch Altes immer wieder zu wiederholen. Dieser neue Kanal ist für Fortgeschrittene und auch für Anfänger, die sehr schnell vorwärts kommen. Ich lasse euch den Link dazu hier. Und falls euch dieses Video hier hilfreich erscheint, sinnvoll, wichtig, würde ich mich über einen Like freuen. Abonniert, schaut euch meinen anderen Kanal an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hasta luego!